Was ist denn hier los jetzt? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Entschuldigung, junge Frau. Entschuldigung. Muss das hier sein? Ja. Sag mal, habt ihr hier alle gesoffen? Wart ein Tag. Achtung, Achtung, Notfall, ich hab Feierabend. Schade. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit mir, Officer Flauschi. Wir spielen heute mal mit einem neuen Wagen, wenn ich das hinbekomme, das auszuwählen, weil ich habe das ja mir irgendwie verdient. Hat sich schon mal so komisch ausgesehen. Neuer Tag im Büro. Dazu brauchen wir dann, denke ich mal, eine Fahrzeugstreife. Nehmen wir 20. Schicht beginnen. Und ich muss diese Garage wiederfinden. Ruckel, ruckel, ruckel. Was ist hier los? Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Ja, sie. Na, ist wohl. War das hier? War hier nicht. War hier nicht eine Garage? So, wir suchen die Garage da. Ich wollte sagen, wir suchen die Garage so lange, bis was hier kommen soll. Okay, muss ich da mit einem Fahrzeug reinfahren? Polizeigarage. Oh ja, jetzt, heute zeigst du mir das an. Die Polizeigarage ist nur mit dem Fahrzeug zugänglich. Ja, das habe ich jetzt auch kapiert. Danke. Fahre hierzu nah an das Garagentor heran. In der Garage können Polizisten das Kofferrauminventar des Fahrzeugs verwalten. Okay. Oder die verfügbaren Fahrzeuge ändern. Statte der Garage einen Besuch ab, nachdem ein neuer Streifenwagen freigeschaltet wurde und stelle das neue Fahrzeug. Was? Und stelle das neue Fahrzeug S als dein Standardfahrzeug ein. Stelle das neue Fahrzeug S als dein. Okay. Ja. Garage betreten. So, was haben wir denn? Kann ich damit selber die Gefangenen mal wegbringen? Cruiser. Okay. Mir gefällt der. Wo war das mit Kofferraum denn? Stellplatz Nummer 2. Ach, warte mal, stehen die da draußen? Das ist der. Das ist der. Okay. Machen wir den da. Gucken wir einfach mal. Okay. Skin wechseln. Okay. Kann ich irgendwie nicht. Was ist das? Ist das der Kofferraum? Notlichter, warte mit den Sternen. Nee. Gut. Ich bin noch zu klein. Ich kann das nicht. So. Okay. Wow. Ob das so eine gute Idee ist? Ich komme schon mit dem kleinen Fahrzeug irgendwo durch. Okay. Ich bin bereit. Kommt nichts? Entschuldigung, ich Polizei, ich durch, bitte. Oh, da lässt sich schwieriger fahren. Aber jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich kümmere. Wo muss ich hin? Die nächste links. Ich habe jetzt gelernt, es gibt eine Karte. Hallo. Einsatz. Oh Gott, sie könnte nur stehen bleiben. Oh nein. Einsatz. Ich blinke. Achtung. Leute,
Weg. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Nee. Moment, ich möchte parken. Ich möchte parken. Parken in drei Zügen. Oder so ähnlich. Ich bin ja im Bus, ne? Das geht. Das geht schon. Achtung, 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 Achtung. So, was ist hier passiert? Gehört ihr dazu? Stimmt wieder nicht, ist halt ein Gaffer. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, das wisst ihr alle irgendwie nicht. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. So, also Ablaufdatum 23, das ist okay. Er ist 88 geboren, er ist Organspender, sehr schön. Ablaufdatum 23, ja, also hier heißt du Kivo Cox. Du siehst nicht aus wie ein Kivo Cox, aber gut. Geburtsdatum ist gleich, ist das auch nicht abgelaufen. Tiertürer 4QB irgendwas. Die Person meinte den Augenkontakt. Oh, oh, oh. Ja, warte mal. Hast du kein Kennzeichen? Ah, okay. Du hattest ein Kennzeichen. 4QB irgendwas. Okay. Ist das einfach Stoßfahren ohne Kennzeichen? So. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Kannst du mir nicht sagen, er ist mir draufgefahren oder so? Oder es hat geknallt, irgendetwas? Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. So. Ablaufdatum, also 25. Okay, Ida Haber, ja, kommt in. Achso, du hast gar kein Fahrzeugpapiere? Hast du nicht? Wieso nicht? Okay. Ja, lass mich mal. Mach erstmal Fotos. Knieps. Der Bericht ist ausreichend. Ich weiß ja nicht. Nee, nee. Wir nehmen ja jeden Schaden auf. Für ihn ist das ja noch nicht ausreichend. Also, da war ich schon. Was? Ist mir egal. Komm ich dahinter? Da komme ich doch überhaupt nicht mehr raus. Egal, kümmere ich mich jetzt nicht drum. So. Das sieht doch jetzt gut aus. Was ist denn mit euch? Seid ihr Zeugen? Nee, okay. Steht hier vielleicht noch irgendjemand? Irgendwer Zeuge? Nö. Okay. Ablegen. Was könnte denn hier passiert sein? Er ist hier verbeult. Yo! Huch, was war das denn? Yo? Hi! Hi! So leuchtest du eigentlich dann immer noch? Er ist hier hinten nicht verbeult. Er müsste ihr ja irgendwo hier draufgefahren sein. Ist das eine Beule? Ja. Ich denke, er ist sie draufgefahren. Und er meidet den Augenkontakt. Das heißt, du machst einfach mal bitte einen. Bitte kooperieren Alkohol. Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Friedlich. Okay. Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind.
Nee, aber was ist komisch an ihm? Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Vollständig scheint er nicht zu sein. Wieso? Da stand, er ist ausreichend. So. So. Sie bekommen einen Strafzettel wegen der gesprungenen Frontscheibe. Das macht bis zu 250 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir egal, der ist mir blöd gekommen. Klingt wütend, ja. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Keine Gegenstände. Ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Illegales bei sich führen. Ein Wurfstern. Das Plastik, Wäschereirechnung und ein Taschenbuch. Darf man einen Wurfstern mit sich führen? Kann ich das, Mama? Nee? Nee, irgendwie nicht. Steht hier drei? Drei? Achso, weil ich drei Handschellen habe. Mensch, Mensch, Mensch. Du weißt nicht, was passiert ist. Warum sollte ich dich durchsuchen? Ich kriege erstmal deinen Unfallbericht, der. Hier, nicht Ihr so Unfallbericht. Toll ist. Da fehlen doch so einige Informationen. Aber gut. Warum? So, ist das jetzt hier? Ist da nichts mehr? Dann, ja, dann Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Aber er ist. Ich habe ja bei ihm eh schon verkackt, ne? Ist mir egal. Ich habe so ein Gefühl. Ein Brief. Was für ein Brief? Achso, was sieht denn? Da ein Brief. Ja, aber so fährst du auch nicht weiter, ne? Also. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen. Das war's. Sie können jetzt gehen. Eintreffen. Schönen Tag noch. Tja, ist doch jetzt fertig, oder? Kann ich hier nicht irgendwie mal. Ah. Das soll ich ja auch immer noch machen. Aber. Gott. Sie ist auch weg? Ja, dann hier bitte auch noch. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Oder? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Nimm einen leichten Unfall auf. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Das ist doch. Also für mich ist das jetzt fertig. Oh, war das zu viel des Guten? Ja, du kommst da nicht durch, ne? Nein. Okay. Also, nächstes Mal erst den Vordermann. So. Wie komme ich jetzt hier wieder heraus? Nicht aussteigen. Fürs Protokoll. Er ist mir reingefahren. Ne? Ich habe mich nicht bewegt. Ich werde mich nicht entschuldigen. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Du bist mir reingefahren. Hä? Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Hä? Bitte reichen Sie Ihren Fall bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle ein. Okay. Das gesamte Prozedere wird von Brightons Polizei abgewickelt. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Ja. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Und fahr mir nicht mehr rein.
Wir. Okay. Wir sind wieder... Okay, aber... Die kommen nicht klar, aber ist mir egal. Bei minus 10, mein Gott. So, wir stellen uns jetzt mal irgendwo... Hier ist doch eine Kreuzung. So, wir fahren jetzt mal... Ah, das ist eine... Okay, wo stellen wir uns denn mal hin? Wen misst du hier mit Geschwindigkeit? Hier, guck mal, da stellen wir uns jetzt mal hin. Hier grün. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, hier sind sogar Parkplätze, aber ich will nicht parken, weil ich will zur Not direkt losfahren können. Ich blinke immer noch, Entschuldigung. Wird hier denn überhaupt gerast? Achso, ich hab... Ja, macht Sinn, ne? Melde Raser mit der Radarpistole, ja. Ja, fährst du denn so schnell? Achso. Ja, wenn man einfach zu doof ist, ne? Hallo. Die hat aber weggeworfen. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Dieser Ausweis ist abgelaufen, das sagst du mir jetzt? Okay. Hat geweitete Pupillen. Oh mein Gott. Durchsuchen. Hände hoch, ich werde sie jetzt abtasten. Der läuft bestimmt weg. Plus 5. Jetzt habe ich, mein Rechner hat sich wieder gemeldet, so ein Scheißdreck. Habe ich nicht gesehen, was du... Also erst einmal hier Umweltverschmutzung, bitte. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja. Scheint wirklich traurig zu sein. Das ist mir egal. Was war da? War hier jetzt... Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Oh nein. Oh. Hallo. Ja, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber... Hallo. Hallo. Dass man diesen Kackrechner nicht mal eine kleine Minischicht hier zu Ende führen kann, ohne dass er zu heiß wird. Ich habe eine Waffe. So, ich verfolge den Umweltsünder, der geflüchtet ist. Lauf vors Auto, lauf vors Auto. Das macht ihm nichts. Ich werd dich nicht... Ja, ich hab wohl getroffen. Schade. Also. Ja, dann gehen wir mal hier in so einen kleinen Bereich. Melde Raser mit der Radarpistole. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Aber wir machen eine kurze Unterbrechung für meinen tollen PC, der wieder heiß läuft. Bis gleich. A few moments later. So, also, ich habe dann nochmal alles abkühlen lassen und nochmal ein Programm durchlaufen lassen und ich hoffe, jetzt geht es. Ich denke aber, ich werde nicht... Wir brauchen Unterstützung. Oh, ich komme. Kann helfen? Ich kümmere mich drum.
Ich werde nicht drum herum kommen, vielleicht noch einen Lüfter einzusetzen. Ich muss das Ganze mal aufmachen. Boah, das ist auch ein bisschen knapp bemessen hier. So, wo ist der Unfall? Achtung, Achtung, Achtung. Ist das Blut? Nein, okay. So, also. War ich richtig? Ja. Achtung, 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 Achtung. Das ist die Polizeispur hier. Unfall, ich komme. Hat da gerade schon wieder was gekracht? Eine scharfe Rechtskurve. Ihr könnt doch nicht einfach stehen bleiben. Ist hier überhaupt eine Ampel? Wo ist denn dieser Unfall? Noch 140 Meter. Ah. Oh, ich bin da. Um Gottes Willen. Fahr mir nicht hinten drauf. Ich bin am Fahrzeugabschleppen. Warum erklärst du mir das jetzt? Das haben wir doch schon gemacht. Das Multi-Police-Vehicle. Oh. Oh, wegen meinem neuen Wagen. Ist Brightons Abschleppwagen. An der Vorderseite des Streifenwagens befindet sich eine Winde, die genutzt werden kann, um Fahrzeuge zu ziehen. An der Vorderseite. Okay. Um ein Fahrzeug abzuschleppen, muss der Polizist den Streifwagen vor dem jeweiligen Fahrzeug abstellen. Bringe dann das Windenkabel an, indem du mit dem Ziel interagierst. Das Fahrzeug kann nun aus dem Inneren des MPV in Richtung des Streifenwagens gezogen werden. Während der MPV an einem anderen Fahrzeug befestigt ist, kann der Streifenwagen nicht fahren. Um wieder fahren zu können, muss das abgeschleppte Fahrzeug gelöst werden. Um wieder fahren zu können, muss das abgeschleppte Fahrzeug gelöst werden. Entweder indem es so nah wie möglich herangezogen oder manuell gelöst wird. Ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge dürfen nicht abgeschleppt werden. Okay. Fallort eingetroffen. Ich steig erstmal aus, ja? So. Was ist Wie geht denn es Ihnen, hier Officer? Jemand hat mich gegrüßt? Hallo, ja. Bürger. Hallo, Bürger. So. Sagen was Sie mir, was Sie gesehen haben. Das Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich. Der da, okay. Okay. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Du hast Kopfhörer drin. Vielleicht ist das der Grund. So. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Ich bin dieses Auto noch nicht gewohnt. Tut mir leid, Officer. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Mit dir stimmt doch was nicht. So, Ablaufdatum ist okay, als ob du 94 geboren bist. Wieso schwankst du so? Wolfgang Clark? Du bist doch besoffen, oder? 90 Ablaufdatum ist okay. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Darf ich Sie jetzt festnehmen? Ich bin wieder unsicher. Und Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nee, das nicht. Okay. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Lauf nicht weg, sonst muss ich dich leider wieder aus Versehen erschießen. Du hast 21 Gramm
Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, darf man 28 haben. Du hast feuchte Traum. Hier, guck mal da. Er hat feuchte Traum in der Tasche. Okay. Wem es Spaß macht. Gut. Fahrzeug. Wagen. Warte mal, er hat die Linie überschritten, hat sie gesagt. Stopp, nein. Ich würde... Du bist hier unter Alkoholeinfluss gefahren. Was? Bin ich doof? Das Anlegen von Handschellen kommt an der Verhaftung. Gleich erfordert ein ungenutztes Paar Handschellen und ein Beweis ist okay. Ja, du bist unter Alkoholeinfluss. Ah, guck mal, da warst du. So. Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer. Alkohol. Ich muss Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ja. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Nee. Du läufst nicht weg, ne? Wo ist eigentlich mal? Ach, da ist. Ich habe noch keine Tasche. Ich habe einen Taser, aber ich habe keine Taschenlampe. So. Diesmal will ich alles korrekt hier haben. Bericht ist ausreichend. Nee, die werden sich wieder beschweren. Wir machen erstmal viele schöne... Ach, guck mal. Das habe ich beim letzten gar nicht gemacht. Aber das war ja auch nur ein Traum. Wer räumt das Ganze eigentlich wieder auf hier? Noch ein Teil am Boden. Okay. Okay. Wo ist er? Er wartet da. Okay. Ich habe ihn ja verhaftet, ne? Okay, ich darf es durchsuchen. Sehr gut. Ich habe da bestimmt ja Alkohol drin, oder? Zigaretten. Okay. Versuch das gleich mal selber abzuschleppen. Okay, der ist da irgendwo rübergezogen und deswegen sind die ineinander gecrashed. Den habe ich schon. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Kein Versicherungsausweis. Okay, dann hier, nehmen wir Ihr Unfallbericht. Bericht. Scheint quasi nutzlos, aber was Warum? Soll's? Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Doof, Mann. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Dankeschön. Der Ausweis ist abgelaufen, auch das noch. Ja, gerade eben erst passiert. Ach, guck mal, so 16.11. haben wir und, ja gut, 8.8. Ja, Geburtsdatum stimmt, Ablaufdatum ist noch da. Okay. Ich
Was zur Hölle war das denn hier gerade für Konfetti? Verstoß. Aber ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Vielen Dank, Officer. Genug ausgehalten. Sonst scheint wirklich glücklich zu sein. Ah. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Soll das ein Witz sein? Da steht ja kaum was. Warum? Was mache ich denn verkehrt? Alles klar, Sie dürfen gehen. Fahren Sie vorsichtig. Jetzt weg. So. Ich versuche dann jetzt mal, jemand von euch abzuschleppen. So, steht hier irgendwas mit... Okay. Okay, ich habe so einen kleinen Stau verursacht. Mein Gott, weil ihr könnt doch an der Freie fahren. Was soll denn das? Das deswegen war Konfetti. Oh, um Gottes Willen. Achtung, Achtung, Achtung. Ich versuche. Nein! Was soll denn das? Ist das dein Ernst? Was ist denn hier los jetzt? Seid ihr alle... Oh, ihr seid doch alle gekloppt. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Ich bin eine erfahrene Fahrerin. Nee, bist du nicht. Du bist einfach da rein. Nee, bist du nicht. Ich hab das doch gesehen. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und wenn du möglich... Du siehst schon so aus, als hättest du es Ja, natürlich, Officer. Was passiert denn hier? Carlson, Aurelie, ist noch nicht abgelaufen. Ist abgelaufen. 13.07. Ja, ist abgelaufen. So, also, du bekommst jetzt erstmal hier. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Ja, du mir auch. Du bist hier einfach in meinen schon erledigten Unfall reingefahren. Du siehst besoffen aus. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Entschuldigung, junge Frau. Entschuldigung. Was? Hallo? 010. Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Ey. Junge Frau. Sie war unter Alkohol, ne? Prüfe, ob er also das Fahren mit einem ab 0,08 bei privaten Fahrern und von Berufskraftfahrern stellt ein Vergehen dar. So. Du bist unter Alkohol. Ich muss gefahren. Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Sind denn die heute besoffen oder was? Geh auf den Bürgersteig zu dem anderen, den ich nicht vergessen darf. So, gute Frau, ich weiß, dass Alkohol einen beflügeln kann, aber das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ne? So, muss das hier sein? Oh, Leute. Ausweiskontrolle und Unterbrechung. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Weil du mir reingefahren bist, übernimmt das jetzt Ihr Unfallbericht. Ja. Bitte suchen Sie das nächstgelegene Revier auf, um Ihre Unterlagen abzugeben. Die Polizei von Brighton wird sich um alles kümmern. Hier steht ja kaum was. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Fährst du jetzt bitte weg? Gut. Leute. So, ich versuche dann jetzt nochmal hier was abzuschleppen. So, Achtung, ich muss hier einmal drehen. Wie mache ich denn das? Muss ich noch
gerade darauf. Dran. Wie geht denn das? Achso, nein, nicht die Plätze wechseln. Geh wieder zurück. Ihre Schicht ist um. Ja, das mag sein. Ich sitze schon wieder am Beifahrersitz. Ich fahre jetzt erstmal aus dem Weg hier. Aus dem Weg. Oh Gott. Nee, kommst natürlich nicht an mir vorbei. Ne? Entschuldigung. Oh, nein. Ah, Mensch. Meine Schicht ist um, aber irgendwie... Ich krieg das selber nicht abgeschleppt, also bitte... Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen war zu schnell. Ich muss ja bestimmt eh separat für jeden hier so ein Dings... Kann ich dich nicht selber mitnehmen? Achso, hast du den noch nicht Alles gekriegt? Klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Es steht nichts in diesem Bericht. Ja, ist mir egal. Und schreibe einen Bericht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Gut. Ja, ihr kommt wieder nicht durch. Ich habe doch gedacht, wenn ich von vorne alles aufräume... So, junge Frau, Sie kriegen auch einen Unfall. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bericht. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht. Kannst mich. Ich brauche mal. Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Ja, dann versuche ich halt. Wer ist er denn jetzt hier? Achso, nee, das ist der von dem. Okay. Dann werde ich dann doch noch mal versuchen, den Kram selber irgendwie abzuschleppen. Was mir mal im Kofferraum passiert. Und ich habe da immer noch einen Unfall. So, also ich würde sagen, ich bin jetzt nah genug dran. Nein. Wieder okay. Scheinwerferkamera, aber das war doch mit dem Machhaus. Tempomat, Blinker, Blaulicht, Terminhupe, genau. Ich verstehe es nicht. Polizeicomputer. Nee. Handbuch. Bis ich das mal gefunden habe. Wenn das überhaupt hier drin steht. Ich soll doch... Uah, oh Gott, so fahren? Nee. Nein. Kannst du bitte? Danke. Vielleicht hier irgendwie? So? Interagieren. Fahrzeug abschleppen. Oh, okay. Die Bedienelemente im Fahrzeug sind deaktiviert. Das Fahrzeug kann nicht gefahren werden, während in Ferne das Kabel wieder fahren zu können. Nee, ich möchte dich abschleppen.
Hä? Hallo? Interagieren? Festiges Seil. Der Officer darf nur schrottreife Fahrzeuge in Position ziehen, damit der Abschleppwagen sie erreichen kann. Ja, das würde ich ja gerne tun. Aber wohin war das von der anderen Seite? Komm schon, ich hab Feierabend. Ich möchte doch hier einfach nur was abschleppen. Du bist nicht befestigt. Ich verstehe das nicht. Ja, dann probieren wir es halt mit dem nächsten. Ich habe ihn nicht berührt. Warum nicht? Darf ich den durchsuchen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was passiert ist. Bin ich nicht nah genug dran? Das ist sehr nah. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ja, wahrscheinlich da ganz hinten, ne? Oh, nee, guck mal. Der ist einfach da gespawnt. So, ich halte mal Abstand. Deine Schicht ist längst zu Ende, ja, ich weiß. Aber hier ist doch noch... Ich kann doch das jetzt nicht einfach so lassen. Hier muss doch noch... Wir sind verletzt. Entschuldigung. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Na gut. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Tut mir leid, ich habe nichts gesehen. Du bist einfach umgefahren worden, ne? Hier liegen überall Verkehrs... Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Also den Krach und deinen Fall. So, dann sag du mir, was Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Entschuldige, ich verstehe Sie nicht. Sag mal, habt ihr hier alle gesoffen? Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Danke. Sheriff. 23, 89, du hast keine Versicherung. Sag mal, ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Nein. Ja gut. Dann. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. Warum liegen hier denn so viele? Wo sind denn die überall abgefallen? Der etwa Dreck am Stecken. Haben die mich jetzt eigentlich ignoriert mit dem Krankenwagen? So, wann ist der Unfallbericht denn mal vollständig? Haben wir hier noch irgendwo einen Zeugen? Seid ihr hier irgendwo gegengefahren? Was ist überhaupt passiert? Du bist gegen die Menschen gefahren? Was kann ich eigentlich hier mit diesen Dingern tun? Weil das so plus. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas noch tun muss. Was übersehe ich denn?
Also hier fahren doch Autos vorbei, ne? Warum kommt ihr nicht einfach mal daran vorbei? Hoffe ich nicht. Aber guck mal, ich habe zumindest den da hinten schon mal aufgeladen. Kann ich mich hier... Ich wiederhole, kehren Sie jetzt zur Wache zurück, Officer. Ihre Schicht ist um. Gut. Dann, Bitte nehmen hier. Sie Ihren Unfallbericht. Ist das Ihr Ernst, Officer? Ja, ist dieser mein Bericht Ernst. Ist nutzlos. Ich würde dich gerne... Also. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So, fährst du auch? Kann ich dich eigentlich im Nachgang immer noch mal ansprechen? Er geht. Er geht einfach, okay. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Könnt ihr da jetzt besser dran vorbeifahren dann? Und wo ist mein Notarzt? Vergabe und Notarztdruck. Ich steig schon mal ein, ich bin ja schon auf dem Weg. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Ja, wird schon. Wird schon. Ich kann ja nicht. Ich darf nicht. Sie weiter besuchen werden. Ach Mensch. Wart ein Tag. Achtung, Achtung, Notfall, ich habe Feierabend. Oh. Die junge Frau, Sie stehen da sehr gefährlich. So, was ist, ich bin noch total... Ja, ich bin immer im Dienst. Ich bin noch sehr engagiert gewesen hier mit meinen Überstunden. So, dann sag mir doch jetzt mal, dass ich gut war. Bitte. Ich hab keine Minuspunkte heute gekriegt, oder? Also in dieser Schicht. Einsatz hier freigeschaltet. Noteinsatz, schwerer Unfall. Wow. Mehr nicht? Hey, ich habe keinen Minuspunkt. Yeah. 25, 0, ja, es tut mir halt leid. Grüßen, habe ich 2 Punkte gekriegt. Okay. Neue Schichten verfügbar. Ne, Tag im Büro, bla 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 bla. Akzeptieren. Ah, so, Leute, seit 20 Minuten ist mein PC wieder zu heiß. Wir beenden mal für heute die Schicht und diese Folge. Ich glaube, es ist nicht ganz eine Stunde. Sorry. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich weiter Police Simulator nächsten Sonntag mache. Oder ob ich mal was anderes ausprobiere. Vielleicht irgendetwas, wobei der PC nicht so heiß wird. Und ja, ich kümmere mich drum. So, er glüht. Ich muss ganz dringend raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ooh.